So, Junge. Oh, das ist ja lecker hier. Argentinien gegen Brasilien. Stimmt, FC Neymar gegen Argentinien heute. Hatten wir das nicht schon mal in der Konstellation? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß nur, dass ich gegen den FC Neymar gespielt habe. Little 62217 möchte ich dir heute geben. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge des FIFA 13 Seasons Modus. Und der Robe ist endlich wieder am Start. Ist aber blau-weiß. Also noch dürfte nicht jubeln, denn Marcelo ist hier gerade bei Brasilien am Ball. Ich habe leider einen schlechten Einstieg gehabt, also eigentlich war der Einstieg recht geil, aber dann war der Blackout da und erstmal ganz schwacher Versuch. Ja, leckt mich doch am Arsch. Und Robert muss jetzt einfach besser machen, der Platz ist absolute Reude. Ich meine, bloß weil es regnet, heißt ja noch lange nicht, dass man den Rasen nicht pflegen muss, aber das ist denen jetzt hier wohl in Brasilien recht egal. Er spielt jetzt erstmal mit dem Torwart Ronaldinho auf weiter Flur. Was macht er draus? Er stellt sie erstmal an 16er und guckt, wie die Lage ist. Ronaldinho, unglaublich, unglaublich, diese Technik von Ronaldinho. Ich komme damit nicht klar. Seht euch das an, diese Ballverliebtheit. Der klebt ihm regelrecht am Ball. Was macht er, was macht er? Higo. Gut, erstmal zur Ecke geklärt. Ronaldinho weiß, wie es im Business läuft. Messi mit der Ecke. Und da ist Higuain. Nein, aber vielleicht mal Aguero, Aguero. Oh, da hätte er nochmal gerade hinstellen müssen. Und jetzt hat der tödliche Plan von FC Neymar. Nämlich erst eine Ecke geben, dann den tödlichen Konter raus. Und was ist das für ein Lappen, Neymar? Traumpa... Was? Was ist denn das für einer? Ah! Was? Wie kann denn der noch drin sein? Alter, also noch, also genauer konnte man es gar nicht haben. WTF, das war alles geplant von Neymar. Das ist die Kunst des 80 Millionen Dollar Manns. So ungefähr. Ja, okay, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ja, Weltklasse hier auf Messi, aber das war nichts. Und das ist natürlich der weltbekannte Zidane-Trick. Weltklasse und jetzt Mascherano auf Di Maria. Higuain, die Trommeln geben Gas. Und Zabaleta. Messi. Messi hat Platz. Hat viel Platz. Was macht Messi draus? Ein Tor! Ist ja gar nicht, ist ja noch gar nicht nach 19 Uhr. Gleich kriegen wir wieder auf die Mütze. Entschuldige, ist unser Job. Die Fresse jetzt. So, 1-0 Argentinien. Klasse Start. Das habe ich aber auch gemacht in der letzten Folge. Aber der Little, der macht mir überhaupt gar keine Sorgen. Das, was der da für einen Krampf? Die Taktik ist echt... Also wie kommt man mit so einer Spielweise in Division 6? Tut mir leid. Also nicht, dass wir jetzt die übelsten Pros wären, aber... Der kann ja nix. Also ich finde das äußerst seltsam. Aguero! Verteidigen kann er auch nicht. Aguero! Aguero! Luftpfosten! Und du machst genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Meine Fresse! Du sollst dir nicht immer alles abgucken von mir. Oh Mann, und jetzt Hulk. Spielt natürlich einen riesen Ball auf Neymar. Der kommt aber nicht dran. Übelster Lappen. So. Schon und auch noch weggechippt. Gelb-Rot raus. So. Colucini jetzt und Zabaleta. Wir starten in der eigenen Hälfte über Messi. Ganz klar, Messi. Sieht natürlich oben, aber wird gestoppt. Und Ronaldinho zum mächtigen Neymar. Ja, genau. Erstmal Hackespitze 1, 2, 3 und geklärt von Colucini. Klare Sache hier bei... Da, ne? Wenn der mal am Ball ist, muss man einfach retten. Und auf einmal gibt es hier fast das Kopfballtor, aber in die Wolken und keine Gefahr mehr. So, Romero mit dem Abstoß. Erstmal in die Hälfte von Brasilien. Und das Kopfballduell auf der Seite von Brasilien. Ramirez jetzt auf Hulk. Hulk, oh, der zaubert. Auf Ramirez. Daniel Alves. Dani Alves, zurück zu Hulk, auf Oscar, Hulk, Ronaldinho, schnelles Zusammenspiel, kurze Pässe, Ronaldinho, und da ist das 1:1, es ist motherfucking Ronaldinho, natürlich ist er drin. Okay, das ist natürlich schwach von Romero, den nicht zu halten, ins kurze Eck, wo er ja eigentlich schon alles abgedeckt hat. Naja, ich weiß ja nicht, so, jetzt hat erst einmal ein bisschen getrickst hier. Das führt dazu, dass Mascherano an den Ball kommt. Montillo, Zabaleta und Marcelo holt sich den Ball. Jetzt hat Brasilien, jetzt sind sie wach. Jetzt hat kurz eine halbe Stunde der kleine Sohn spielen dürfen. Jetzt kommt Papa
und gibt die richtig auf die Mütze. Ramirez, Latte, Hulk. Hulk. Und daneben. Ja, leck mich am Arsch. Ich glaube, der ist wach. Jetzt hat er sich kurz einen Red Bull gepresst und jetzt blüht er auf quasi. Jetzt sollte man vielleicht doch den Gegner wieder etwas ernster nehmen. Brasilien wieder am Ball. Hulk. Garay passt auf und die Maria am Ball. Die Maria macht das hier sehr gut auf Agüero. Der spielt drüber auf Higuain und sehr schöner Doppelpass. Jetzt hat über die linke Seite. Agüero. Agüero gegen Thiago Silva. Thiago Silva kommt da nicht hinterher. Wird dann schön vernascht von Agüero. Der spielt auf Higuain. Higuain auf Montillo. Aber das war irgendwie nix. Da hätte er vielleicht selber schießen sollen. Und der weitaus gefährliche Ronaldinho wieder. Neymar, Oscar. Neymar. Ja, ja, klar. Und erstmal geklärt. Messi und Montillo. Ist ja ganz klar. Der hat jetzt Messis Position eingenommen. Montillo. Montillo geht vorbei an David Luiz. Sehr schön, was er da macht. Und dann nochmal ein Pass auf Higuain, Di Maria, Agüero und der Platzwart. Und der Platzwart, der will auch nochmal ein bisschen mitspielen. Weil wenn er sich schon nicht um den Rasen kümmert, möchte er wenigstens den Ball berühren. Und Fred jetzt. Fred bei Brasilien. Spielen zu Hulk, direkt auf Ronaldinho. Und dann wieder ein langer Pass. Und das ist absoluter Quatsch, den er da macht. Diese Monster-Chips, vor allem beim Regen, wo der Ball dann eh flutscht wie eine... ne? Wisst ihr Bescheid? Und damit wären wir wieder bei Argentinien. Messi. Messi nimmt den Ball gut an. Kann sich an Marcelo vorbei tricksen. Messi. Messi. Und dann Messi. Oh, doch nicht. Und wieder bei Brasilien. Fred, lass mich raten. Er chippt. Naja, er spielt aber einen langen Ball auf Hulk. Gott sei Dank gut aufgepasst. Und die Situation ist bereinigt. Die Maria, Mascherano und Montillo. Montillo spielt jetzt auf Higuain, aber schlechter Pass. Ramirez fängt ihn ab. Thiago Silva, Dani Alves. Und es geht wieder über Ronaldinho. Zurück zu Ramirez. In der Hälfte von Argentinien. Jetzt wieder ein Chip auf Neymar. Unglaublich gefährlich. Aber endlich mal eine gute Situation von Romero. Aber der Pass war richtig lecker. Neymar, tja, 80 Millionen kann halt nicht jeden Ball reinmachen, ne? Eigentlich sehr schwach. So, Messi. Kann Messi. Messi muss ja auch mal wieder was zeigen jetzt hier. Messi. Sollte ihn rüberspielen auf Montillo, das ist richtig, auf Higuain. Und dann wird der eigentlich schon gefoult, aber die Maria kommt nochmal, nein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man da nicht hätte foul pfeifen können. Das war fragwürdig. So, Argentinien, Brasilien 1:1, immerhin sehr unterhaltsame Partie hier. Ja, 60% Ballbesitz für Argentinien. Brasilien spricht Bände. Da ist natürlich, ja gut, aber sonst bist du auch nicht gerade sehr viel am Ball. Naja, nachdem der Papa am Ball ist, geht hier was. Aber Messi. Messi, jetzt endlich mal. Was macht Messi? Schöner Chip auf Montillo, aber gut aufgepasst von Thiago Silva, der zurück auf Julio César köpft und damit die Situation eigentlich klärt. Aber Thiago Silva macht es hier vielleicht nochmal spannend. Nein, Daniel, was hat das? Und jetzt Fred. Hulk. Daniel ist. Unglaublich schnelle Bälle. Nur damit ich mir hier den Mund fusselig rede. Aber Higuain, klasse. Und jetzt muss er... Ah, schade. Hätte er natürlich den Chip auf Messi durchgebracht, dann wäre das hier ein richtig leckeres Tor gewesen. Was ist da jetzt mit Higuain passiert? Der hält sich das Schienbein. Sieht nicht gut aus. Argentinien erst so mit 10 Mann quasi auf dem Feld. Ramirez, Ronaldinho und wieder dieser Ronaldinho. Oh, Weltklasse-Grätsche. Weltklasse-Grätsche und da kann man natürlich einen Konter einleiten. Higuain scheint auch wieder zu stehen. Zabaleta war echt nicht schön hier. Colocini jetzt und Mascherano. Campagnaro. Und Di Maria. Di Maria setzt sich durch, immerhin. Kann den Ball auf Agüero bringen. Und Dani Alves holt sich den Ball. Naja, gut. So, Thiago Silva. Die machen, also die haben echt die Ruhe weg da hinten. Aber dann kommt dieser eine lange Ball, ne, in diesem Fall Neymar jetzt. Und ja, ein Trick und direkt verkackt. Messi kommt auch nicht an den Ball. Doch, kommt an den Ball. Messi, Messi macht das Tor, verdammt. Oh. Und Julio César kratzt den dann noch irgendwie raus. Mal sehen, Eckball, Argentinien. Viel zu nah ans Tor, aber ist trotzdem noch unglaublich gefährlich. Colocini. Colocini verliert den Ball an Neymar. Und jetzt ist natürlich hier, jetzt ist Polen offen, Argentinien offen. Über Fred jetzt. Fred, der hat natürlich Platz ohne Ende. Da gehen Leute mit, zum Beispiel Hulk. Der will ihn reinchippen, wie dieses sinnlose Gechippe. Das ist echt schlecht. Aber gut, uns soll es recht sein. Erstmal Romero wirft den Ball ein auf Mascherano, dann Montillo.
Und da zieht dann natürlich Messi. Messi mit so viel Platz kann er endlich mal wieder mal was Gescheites drauf und wird gefault, ganz klar. Also da brauchen wir nicht diskutieren. Das muss auch eigentlich noch gelb geben. Wird es wahrscheinlich nicht. Weil ist ja FIFA. Und in diesem Falle. Oh doch, schau mal an. David Luiz kriegt tatsächlich die gelbe Karte. Und jetzt muss Robert einfach nur noch den Ball mit Messi reinmachen. Ganz klar, unglaublich dumme Grätsche. Aber uns soll es recht sein. So, Messi gegen Julio César. Robert gegen Little. Der ist gut, der ist gut. Und er wird gehalten. Robert und seine Elfmeter. Oh, das ist natürlich sehr traurig. Nicht das 2:1. Little im Glück. Schade, schade, schade. Nun gut, gleich weiter kämpfen. So, Mascherano zurück auf sich selbst. Und Coloccini, was auch immer das für ein dummer Pass war. Neymar jetzt natürlich vollkommen frei. Oh, oh, Neymar, Neymar, Neymar! Wow, wow! Alter Verwalter Romero hier mit deiner Zirkusnummer. Leckt mich doch am Arsch. So, und Ball bitte raus. Und Garay jetzt zum Konter. Komm schon, auf geht's. Schöner Ball auf Messi. Der kommt aber zu weit. Ist natürlich ein rutschiger Boden. Und deswegen... Ball, Ball, Ball. Nun gut, die Stimmung im Stadion kocht. Zu Recht. Starkes Spiel hier. Bisher alles möglich. Hulk jetzt über rechts außen. Bei Brasilien schlechter Ball. Die Maria holten sich. Die Maria nochmal. Und jetzt schöner Ball auf Higuain, aber leider ist er zu langsam. Thiago Silva ist da schneller. Und der Ball zurück zu César. Hat alles im Griff. David Luiz. Oscar. Fred. Wieder dieser Chip. Und manchmal kommt er halt durch Ronaldinho. Aus der Drehung. Schwacher Abschluss. Aber gefährlich. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. So, der Ball wird abgeschlagen. Kann Argentinien das verwerten? Oh! Och, irgendwie kommt der Ball noch an Messi. Dann lässt er natürlich die Maria laufen, aber wird abgedrängt. Und der Ball ist jetzt leider dann doch safe. Also Brasilien ist da echt nicht ganz sicher. Vor allem Fehlpässe so viele wie seit Jahren nicht mehr. Higuain, 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 Higuain! Und wird wieder gefoult. Und wieder David Luiz. Gelb-Rot. Gelb-Rot ohne jeden Zweifel. Gelb-Rot. Alter Verwalter, der scheißt sich aber auch nichts hier mit David Luiz. Gerade im Schuss. Ball weit und breit nicht zu sehen. Und Messi muss den jetzt natürlich einfach geil machen. Wobei es sehr schwierig ist. Messi. Zeig, dass du wenigstens Freistöße kannst. Messi. Messi, Latte! Oh! Und immer diese Latte. Das ist sein Spezialgebiet. Ach du Scheiße. Oh Mann. So, komm, nochmal kämpfen. Garay jetzt. Campagnaro. Aguero. Aguero mit viel Platz. Mit viel Platz. Was macht er draus? Schön Dani Alves stehen lassen. Und dann holt sich trotzdem Dani Alves den Ball. Verstehe nicht. So. Di Maria holt sich aber auch nochmal den Ball. Nochmal alles offen hier. Argentinien jetzt. Mascherano. Sieht Campagnaro. Und Tio. Higuain, Higuain, Messi. Oh, Messi, Messi, spiele Ball in den Rückraum. Ah, Higuain stand so frei auf dem Elfmeterpunkt. Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt natürlich der brasilianische Konter. Wird Gott sei Dank sofort abgefangen und gleich nochmal. Komm, jetzt schicken, 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 schicken. Higuain, Higuain. Ah, der Ball hätte nicht auf Aguero kommen dürfen. Aber gut, das war natürlich jetzt nicht... sichtbar, was der Verteidiger machen würde. Wir schreiben die 83. Minute. Und hier ist leider alles offen. Ramirez jetzt, Hulk. Brasilien mit Oscar. Ronaldinho. Verliert den Ball an Montillo. Jetzt muss doch da mal was passieren. Du hast so viele Chancen. Ramirez jetzt. Spielt auf Hulk. 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 Und wird Gott sei Dank abgefälscht. Gibt Ecke. Nee, war sogar der eigene Mann. Das ist gut. Das ist gut. So, 3 Minuten Spielzeit haben wir hier noch. 3 Minuten offizielle Spielzeit. Mascherano wird da abgedrängt von Ronaldinho. Das hat er gut gemacht und fair. Hulk jetzt am Ball. Bloß kein Kassieren jetzt. Ronaldinho. Auf Oscar. Sieht Neymar, aber Gott sei Dank abgefangen. So, Garay. Komm, komm, der gibt doch mal die Bälle jetzt. Die Maria.
Mascherano, Di Maria, Agüero. Agüero, Higuain, spielen auf Montillo. Ah, den hätte er doch einfach dann selber machen müssen. Ah, wieder die Chance gehabt, 90. Minute. Und jetzt hat noch einmal die Chance für Brasilien. Es sieht gar nicht gut aus. Ronaldinho, schlechter Chip auf... Er kommt irgendwie an, aber Garay rettet's. Und hat Messi nochmal die Chance. Messi, mein Gott, so viel Platz. So viel Platz. Es laufen genug Leute mit Messi. Messi, mach dieses verdammte Tor! Higuain! Higuain! Was denn für ein... Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Hallo, nicht ausrasten. Wie knapp er bitte aus dem Tor raus ist. Also mir fehlen die Worte. Leute, was ist das denn? Es ist unglaublich. Brasilien gegen Argentinien 1-1. Super unterhaltsame Partie, aber gell, ums Verrecken. Brasilien mit den... Argentinien mit diesen Chancen. Und dann auch noch dieses Pfosten-Ding am Ende. Mir fehlen die Worte. Ich bin raus. Ciao.